Hallo hier bei Deutschlandwetter zu einer kurzen Wettervorsage. Wir müssen mal auf das Eigenwettermodell schauen, was das da so berechnet hat. Denn dieses Modell berechnet einen heftigen Unwettercluster aus Frankreich und Baden-Württemberg. Schauen wir als allererstes mal auf die Cape-Werte. Die sind nicht besonders hoch, aber im Süden erreichen wir doch so bis 1000 Kilojoule, aber auch im Westen und Nordwesten 1000 Kilojoule. Da rechnen einige Modelle auch einige kräftige Gewitter, teilweise auch Superzellen. Und Richtung Osten haben wir noch diese trockenere Luft. Schauen wir uns jetzt mal den Unwettercluster an. Und da haben wir vor allem erstmal von Frankreich ausgehend schon die ersten heftigen Gewitter, die fast das Saarland, fast Rheinland-Pfalz oder Südrheinland-Pfalz und fast Baden-Württemberg erreichen würden. Und dieser Unwetterklasser, das könnten auch zwei sein, ziehen dann Richtung Nordosten und erreichen dann gegen 20 Richtung 21 Uhr Baden-Württemberg, Südrheinland-Pfalz, vielleicht auch noch das Saarland. Und ziehen dann weiter Richtung Nordosten. In diesem Unwettercluster, der am heftigsten wahrscheinlich in Baden-Württemberg und Bayern ausfallen wird, kann es auch Hagel und wieder Sturmböen geben. Der Ganze zieht dann weiter Richtung Grenze Bayern und Baden-Württemberg und vor allem hier kann es auch heftigen Starkregen geben, teilweise schwere Sturmböen und auch teilweise auch mal größeren Hagel. In diesem Cluster könnten auch einzelne Superzellen eingelagert sein. Wenn wir dann wieder 1-2 Stunden weiterschauen, sehen wir, dass sich das Ganze abschwächt und dann in teilweise recht kräftigen, gewittrigen Regen übergeht. Richtung 1 Uhr nachts ist das der Fall. Und das erreicht dann den äußersten Westen Sachsens auch langsam und würde schon über Thüringen liegen. Vorläufig kann es Richtung Brandenburg und Berlin auch schon ein paar kräftige Gewitter geben. Später erreichen dann auch diese gewittrigen Regenfälle Brandenburg und Berlin. NRW würde nach diesem Modell nicht getroffen werden. Hier gibt es nur vielleicht einzelne, teilweise auch mal kräftigere Gewitter. Wie gesagt, berechnen das einige Modelle. Dann schauen wir jetzt auf die möglichen Windböen, die berechnet werden. Und da kann es doch teilweise heftig zur Sache gehen. Vor allem Richtung Frankreich sind dann auch schon die ersten teilweise schweren Sturmböen möglich. Von teilweise 90, 95 km/h sieht man hier nicht so gut wie bei der letzten Unwetterfront. Aber auch im Westen wird es sehr, sehr windig mit Spitzenböen zwischen 30 und 60 km/h. Schauen wir dann jetzt mal ein bisschen weiter und dann sehen wir in Bayern und in Baden-Württemberg erstmal teilweise schon recht hohe Windgeschwindigkeiten von teilweise 95, 100 km/h, die es örtlich geben kann. Aber das wird dann jetzt eng begrenzt nur der Fall sein und nicht so verbreitet wie beim letzten Unwettercluster. Das Ganze verlagert sich dann weiter Richtung Nordosten und dann gibt es am Ende dann nicht mehr so schwere Sturmböen. Hier auch nur noch vereinzelt teilweise schwere Sturmböen, wahrscheinlich nach jetzigem Stand wieder weiterhin in Baden-Württemberg. Bayern wird nach jetzigem Stand nicht von diesen extremen Windböen, die das Eigenmodell hier berechnet, getroffen werden. Schauen wir jetzt mal auf die Niederschlagsmengen oder auf die akkumulierten Niederschlagsmengen, die berechnet werden bis Sonntag 3 Uhr und dann sehen wir genau diese Zugbahn dieses Gewitter- und Unwetterclusters. Und da sehen wir vor allem in Baden-Württemberg die höchsten Regenmengen von teilweise bis 30, vielleicht auch örtlich 40 Liter pro Quadratmeter, je nachdem, ob die Gewitter die ganze Zeit über den gleichen Ort ziehen. Das war's dann schon wieder in diesem Video. Und wir sehen uns dann morgen wieder mit einem neuen Update und dann schauen wir ein bisschen genauer mal auf die Gewitter drauf, denn was die Wettermodelle morgen denn so berechnet. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lasst. Wir haben mittlerweile schon 615 Abonnenten. Das ging jetzt echt flott. Gestern hatte ich noch 600. Bis dann. Ciao.